sagen wir mal, ne? Hi. Halb sieben haben wir. Halb sieben? 4 Stunden geschlafen. Die Sonne geht gerade auf. Soll heute ein richtig warmer Tag werden. Also wir reden hier von 35, 40 Grad und heftigstem Sonnenschein. Ja, haben wir uns jetzt gesagt, weil es direkt auf der Grenze ist zwischen deutscher Zeit und Deutschland, wären es jetzt, ist jetzt 11:30 nachts. 11:30, das heißt, wenn wir jetzt ins Bett gehen würden, also länger als 4 Stunden gepennt hätten, dann würden wir in unseren regulären Zeiten Schlafrhythmus kommen und wären wahrscheinlich für die nächsten 8 Stunden nicht mehr ansprechbar. Also haben wir gedacht, gehen wir eine rauchen heute Morgen. Gehen wir eine rauchen. In Shauns Garten. Der Shaun, der ist gerade weg, hat uns gerade einen Gemüsesmoothie zum Frühstück gemacht. Sehr geil. Und wir werden jetzt einfach mal in die Stadt fahren gleich mit dem Zug oder Bus. Soll ja nicht die Wäsche aufnehmen. Alles wird aufgenommen. Und ja, gucken uns mal ein bisschen Australien an. So weit, so gut. Später. So. Hier ist heute australische Fressmeile. Tom und seine Freundin holen sich was zu essen. Kieler Woche für Arme, Gourmetmeile. Ja. Das schön. Da waren bestimmt auch geile Strände, ne? Wasser ist richtig blau hier, ne? Unglaublich. Hey girl, you got the eyes of a brother man. I want you in my world. Well, you can take me by the hand and even walk with me. I know there's a place where we can go. No one can find us, and only John knows this. It's a place of peace and tranquility. Mind's in the rhythm when you skank it with me, girl. You wanna skank it with me? Oh, say. You wanna skank it with me? Come on, Brad's gonna come you in. Wanna skank it with me. Hey girl, what are you like when the rain hits? Like this. I want you in my world. Oh, you can take me by the hand and walk with me. I know there's a place where we can go. No one can find us in a whole region. Heute sind wir im Kings Park. Riesengroßer Park, wo man alleine eine halbe Stunde mit dem Auto fahren kann. Wir haben wieder geiles Wetter. So, heute kommen wir endlich mal dazu, ein schönes Video von unserem neuen Schätzchen zu machen, den wir mal eben heute Morgen komplett sauber geputzt haben. Schon den ersten Schwitz auf der Stirn stehen. Kofferraum haben wir schon wieder vollgepackt. Wir wollen das alles nur ersetzen durch Boxen, damit wir nicht alles einzeln rumfliegen haben. Wir hätten noch mal 3 Leute Platz. Riesenfußräume. Klappen wir dann hier komplett um. Wo wir dann hoffentlich schön Haier machen können. So, jetzt gucken wir noch mal vorne rein.
Haben wir auch alles schick gemacht. Schön mit Navi. Radio müssen wir noch ausbauen. Haben wir nämlich auch einen Schnapper gemacht. Ein neues für 40 gekriegt. So, und dann gehen wir noch einmal von vorne gucken. Das ist übrigens unser Ausblick hier von Schorn. Spazieren wir mal ein bisschen in der Sonne. Und gucken uns unser Schmuckstück mal von vorne an. Richtig schick. Klima funktioniert jetzt auch. Unsere fetten Bullaugen funktionieren jetzt auch. So, heute ist mein Schatz den ersten Tag auf dem Wasser. Das weiß ich schwer zu erkennen. Da ist er. Hier ist richtig was los heute. So, ihr Hübschen. 2 Wochen haben wir jetzt um. 2 Wochen und 2 Tage. Am Wochenende wird losgehen. Haben wir uns noch gar nicht so oft sonnenverbrannt. Nee. Haben jetzt ein schickes Auto. Haben jetzt allmögliches Zeugs gekauft, gebaut, genäht, gemacht. Vorhänge, die leider zum Teil wieder abgehen. Da müssen wir nochmal nachnähen. Alles eingekauft und vorbereitet. Allmögliche Boxen gekauft, genau. Um die Sachen schön verstauen zu können. Ja. Sonst, sich können wir uns bis jetzt eigentlich nicht beschweren. Das Leben ist ein bisschen stressig hier drüben. Nur ein kleines bisschen. Ich glaube, wir haben jetzt 13 Uhr. Wir haben mittlerweile auch schon gefrühstückt. Ja. Ja. Ja, das Wetter ist schrecklich schlecht hier drüben. Es regnet immer nur. Es ist überhaupt gar nicht warm. Ja, am Wochenende wollen wir los, denken wir. Heute ist ja Donnerstag. Heute ist ja Donnerstag, am Wochenende wollen wir los. Erst Campingplatz, gestern waren wir erstmal Kitesurfen. Absolut top hier, saugeil. Blaues Wasser, geiler Ausblick, wunderschön. Ja. Das war es eigentlich. Ja, bevor es losgeht, müssen wir noch einen 20 Kilo Sack Reis kaufen. Und so eine Gasflasche auffüllen. Gasflasche auffüllen. Noch einmal volltanken. Volltanken. Und dann sind wir startklar. Und dann sind wir an sich startklar. Und das ganze Auto einräumen. Die nobelste Matratze, die es gibt auf der Welt wahrscheinlich. Vielleicht. Vielleicht. Schön Gebrauch gekauft. Top Zustand. Da werden wir hier drin in der Karre saugeil pennen können. Ja. Ja. Wir hoffen, das klappt alles so mit dem Video. Wir hoffen, ihr habt jetzt einen ersten schönen Eindruck, Einblick in unser neues Leben hier erstmal bekommen. Und wir werden versuchen, das weiter so zu machen, falls das jetzt überhaupt funktioniert. Und ja, wir hoffen, euch geht's gut. Ihr seid noch nicht allzu durchgenässt, eingefroren. Depressiv wegen Dunkelheit, überarbeitet. ja, und ihr seid alle gerne und herzlich hier willkommen, falls ihr uns mal besuchen kommen wollt oder so. Wir haben ja hier ein Luxuswohnmobil. Mit Zelt. Mit allem bei. Stühle, sieht man ja. Und den haben wir uns gestern noch geschnappt. Ja, der stand hier umsonst Sperrmüll. An der Straße vom Sperrmüll. Guckt man natürlich nicht nein sagen. Nein. Ja. Schön, ihr Lieben. Wir sehen uns. Erstmal Horio und bis zum nächsten kleinen Video. Dui!